schauen wir uns die nächste Demo an zu Lego Brick Tales. Ich finde das ganz toll, dass es dazu eine Demo gibt, denn man muss ja eigentlich erstmal wissen, ist das Spiel eigentlich für einen was? Weil 30 Euro ist schon was, ne? Wie hat Jens es angestellt? Ja, ihm kam ein Auto entgegengeflogen. Wo tut es weh am Rücken? Dort, dort oder dort? Also rechte Seite, deswegen kann ich die linke auch nicht groß bewegen. Rechte Seite komplett unterm Schulterblatt runter. Mit 28 brauchst du ja auch noch nicht die Voltaren Bodyload. So sieht's aus, Ragaya. Na, Lina, danke. Früher ging ich in eine Badewanne mit Wasser. Heute ist Öl drin, damit die Gelenke neu geschmiert sind. Oh, guck mal, eine Spülmaschine. Also, Leute. Lego Brick Tales. Los geht's. Warte mal, erstmal in Optionen reingehen. Deutsch ist immer gut. Haben wir sonst noch irgendwas? Linkshändersteuerung. Na, mit Touchen ja nicht, ne? Musikeffekte ist, glaube ich, in Ordnung. Qualität ist hoch. Ja, passt eigentlich alles. Okay. Dann, ich weiß es nicht. Also ich habe gestern nach dem Stream habe ich schon Schmerzen gehabt. Vielleicht habe ich mich versessen, verlegen. Vielleicht kam nach dem Sitzen das Legen, was auch nicht gut war. Irgendwas in Kombination wahrscheinlich, Leila. Ich glaube ja immer noch, dass die Anspannung der ganzen letzten Tage, die jetzt in deinem Rücken sitzt. Ja, glaube ich auch, Anja. Es ist meistens, wenn man irgendwo am Körper Schmerzen hat, dass es psychisch ist. Und bei mir ist es meistens psychisch, wenn ich was körperlich habe. Immer, immer. Zu 99%. So. Und spielen. Ihr müsst mir jetzt helfen, ne, Leute? Denkt dran. Ich habe vor 20 Jahren das letzte Mal Lego gespielt. Du hast einen Brief bekommen. Ein seltener Schatz. Was steht drin? Juhu. Brief vom Opa. Liebes Enkelkind, ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die ich dir gerne zeigen würde. Auch könntest du mir bei ein oder zwei Dingen zur Hand gehen. Es geht um etwas Unglaubliches. Komm zum Vergnügungspark und nimm den Aufzug hinunter ins Labor. Dort warte ich auf dich. Atze, juhu! Wehe, es liegen nachher Lego-Steine auf dem Boden rum und ich trampel da drauf. Oh, das tut weh. Das tut weh, Atze. Au! Ich bin kein Arzt, aber Schneidersitz ist immer gut bei Rücken. Echt? Schneidersitz? Wie, wir müssen dir helfen? Dir ist doch nicht mehr zu helfen. Ja, Racker. Jetzt war ich was essen. Und wer ist jetzt der Mörder und wer das Opfer? Also, Bolle. Clara war das Opfer, Jenny hat sie ermordet. Hallo, Mythkeeper. Juhu. Machst du bis jetzt ganz gut? Glaube, das schaffst du allein. Dankeschön, Dankeschön. Oh, man kann sogar laufen. Oh, wie cool. Wo soll ich hingehen? In irgendein Labor muss ich gehen. Ich soll in den Aufzug gehen, ne? Oh, das sieht ja cool aus. Leute, wir gehen jetzt rein. Seid ihr bereit? Ja, psychosomatisch ist auch oft ein Grund, würde aber aus eigener Erfahrung weder vom Arzt noch selbst immer alles aufs Psychosomatische abwälzen. Das kann ein Faktor sein, der mit reinspielt, aber es können auch andere Einflussfaktoren zu den Schmerzen beitragen. Ja, das stimmt, Leila, ja. Alles klar, dann machen wir es. Betreten. Thank you, Atze! Guck, da ist der Opa. Wer ist denn da? Ach, du bist es. Wie wundervoll. So früh habe ich dich gar nicht erwartet. Ich wollte dir etwas zeigen, nämlich meine unglaubliche, welterschütternde...
Hoppla, das war etwas zu wörtlich. Alles in Ordnung? Gut, ich war gerade dabei, meine neue Erfindung zu verkabeln. Und dann, was du gerade miterlebt hast, nennen wir in meiner Branche eine schnelle, ungeplante Demontage. Oder wie der Laie sagt, wenn zu viel Saft, es mächtig kracht. Oh Gott. Jetzt sitze ich nicht nur hier oben fest, es ist auch noch der ganze Strom ausgefallen. Das bedeutet, wir müssen den Hauptgenerator wieder zum Laufen bringen. Aber dafür musst du erstmal den Notfallgenerator starten. Dort unten ist er. Sei so nett und schalt ihn für deinen Großvater ein. Wieso redest du das so? Ah, das ist der Opa! Ich hätte dieses alte Ding vor Jahren ersetzen sollen. Immer lösen sich diese Stromkabel. Gut, jetzt legt den Hebel um. Können wir ins Hessische wechseln? Klingt gerade so, als ob Chefin bei Schulaufführung. Ich dachte schon. Ein Schlaganfall. Oh Gott. Oh Gott. Ich will einen hessisch verrückten Erfinder-Opa. Wow. Uff. Ich fass es nicht. Ich bin zurück. Die elektromagnetischen Interferenzen müssen sich in diese Dimension zurückgeholt haben. Oh, hallo. Ich bin... kann ich dir helfen? Was? Nein, ich bin kein Flaschengeist und du hast auch keine drei Wünsche frei. Großvater hat mich vor etlichen Jahren gebaut. Keine nässische Roboter. Er nannte mich immer Rasti, aber auf meinen Reisen durch Zeit und Raum lernte ich neue Freunde kennen und sie gaben mir den Namen Dir fehlen die nötige Frequenz in den Identifizierungsmodulen, um es richtig auszusprechen. Es klingt so ähnlich wie Blottelflip. Aber du darfst mich Rasti nennen. Rasti, ich dachte, ich hätte dich vor Jahren irgendwo verloren. Ei, geh fort, ich habe mich tatsächlich ein wenig verirrt. Aber nachdem du mich damals als interstellare Sonde ins All geschossen hast, habe ich einige wunderbare Dinge erlebt und nun bin ich wieder da. Der fehlt so wie Pempel. Das ist großartig, aber zurück zu dir, mein Enkelkind. Gut gemacht, das Licht ist wieder an. So wie du Probleme lösen kannst, müssen wir verwandt sein. Ach so, haha, stimmt. Wir sind ja verwandt, du bist echt auf Zack. Oh, Großvater sitzt da oben fest. Dann helfen wir ihm, auf geht's. Gleich von Narren. Ei, wie komme ich dann zum Großvater? Großvater, Großvater! Huch! Sieht aus, als müssen wir auf die eure Ebene. Komm, mir schwebe ruf! Moment, das kannst du ja gar nicht. Jetzt weiß ich's. Das ist die perfekte Gelegenheit, dir eine coole Sache zu zeigen, die ich drauf hab. Ich werde dich in die Geheimnisse des Bauens einführen und als erstes machen wir dir Trepp. Großvater, Großvater. Heidi, Heidi. Oh Gott, mein Rücken, ey. Was muss ich denn tun? Lernen.
Lerne, wie Bausteine gehandhabt werden. Lass uns lernen, wie man baut. Oh, jetzt lernen wir, wie man Lego macht, Leute. Ob sie das die komplette Demo durchhält? Wenn ja, sterbe ich dabei vor Lachen. Das klingt wie eine alte. Alte Oma. Was will Chefin einführen? Platziere den Baustein. Klick auf einen Baustein, um ihn auszuwählen. Ziehe den Baustein in den entsprechenden Bereich. Und jetzt nochmal. Das habe ich ganz toll gemacht. Wenn du mir versprichst, das Spiel genauso zu spielen, kaufe ich es dir sofort die Folge. Boah, ich habe noch nie was Kompetenteres lernen müssen. Oder? Klicke auf Fertigstellen. Das haben wir ganz, ganz toll gemacht. Jetzt müssen wir auf Bauen der Treppe gehen. Setze alle drei Treppenstufen. Ist das so richtig? Ich habe keine Ahnung. Habe ich es richtig gemacht? Das Tutorial bestanden, richtig. Boah, Rusty, du weißt, wie man Dinge bauen kann. Wie nur? Das konntest du doch gar nicht, als ich dich erschaffen habe. Ich vermute, 2,21 Gigawatt waren einer zu viel. Sieht aus, als hätte es beim Generator einige Sicherungen rausgehauen. Bitte ersetze sie. Stell die Ersatzsicherungen zusammen, wenn nicht genug da sind. Richtig, Leila, so sieht's aus. Lerne, wie Bausteine gedreht werden. Wähle den Baustein aus. Welchen? Den. Und jetzt? Klicke auf einen ausgewählten Bereich, um ihn zu drehen. Bewege ihn in den hervorgehobenen Bereich. In einen Bereich, um ihn zu drehen. Und jetzt? E oder was? EQ, geht nicht. Klicke auf einen ausgewählten Baustein, um ihn zu drehen. Ach so, sag das doch. Halte Shift und klicke. Wo ist denn Shift? Ach, hier. Nee, wo ist denn mein Shift? Hier. Halte und klicke auf einen ausgewählten Baustein, um ihn zu... in die andere Richtung zu drehen. Da dreht sich aber das untere nicht mit. Oder ist mein Shift kaputt? Halte, klicke auf einen ausgewählten Baustein, um ihn in die andere Richtung zu drehen. Platziere ihn links. Ich glaube, das sind wirklich ein paar Sicherungen rausgehauen bei Nadine. Shift ist der Umschalter. Umschalter. Bitte tut's auf die Schmerzen legen, ja? Wieso soll ich denn dafür zu Shift drücken? Ich verstehe das nicht. Ich will kein Shift drücken, wenn es auch anders geht. So, bauen. Setze die Pfähle und Sicherungen zusammen. Du sollst dir auch nur diesen Baustein drehen und nicht den darunter. Aber ich wollte! So, baue eine Kopie der Sicherung. Also das da, oder was? Kann ich das Bild drehen? Oh ja, kann ich. Ja, das ist schon mal schön. So, das bedeutet... Warte mal, wie ging das nochmal mit dem Drehen so, ne? So. 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 Und so. Hi. Ohne Shift in die eine Richtung, mit Shift in die andere. Achso. So, als nächstes lerne, wie die Kamera rotiert wird. Ich
hasse es zu lesen manchmal, ne? Finde den Baustein, ziehe mit, hä? Oder shift, hä? Die Kamera. Hm. Was? Ziehe mit oder benutze, um die Kamera zu drehen? Ah ja. Benutze Shift, um die Kamera zu verschieben, zu zoomen. Ah ja. Fertigstellen. So, das haben wir auch gemacht. So, jetzt lernen wir, wie man die Bausteinpalette benutzt, um Bausteine zu entfernen. Rechtsklick. Entferne alle Steine innerhalb der gestrichenen Linie. Wenn es viele Bausteine sind, sind sie als Palette arrangiert. Jetzt, wo alles aufgeräumt ist, können wir uns aufs Bauen konzentrieren. Baue einen kleinen Turm. Das sind die neuen Einstellungsgespräche, weißt du? Baue einen Turm aus Lego. Ersetze die herausgesprungenen Sicherungen. Platziere alle drei Sicherungen. Was muss ich machen? Muss ich das raustun oder was? Nee, muss ich nicht. Einrasten. Ich hab schon wieder nicht zugehört, was ich machen muss. Das sieht doch super aus, oder? Das sieht ganz, ganz toll aus. Und in 2 Jahren heißt es dann, baue ein Fachwerkhaus aus Lego in unter 10 Minuten. Sauna. Wenn das hilft, weiß ich ja nicht. Großartig. Nun repariere die Rohre, um die Hydraulik wieder zum Laufen zu bringen. Ich will hier den hessischen Roboter sein. Wo ist denn der hessische Roboter? Wie der ist? Der fort? Lerne über die Gültigkeit von Bausteinen und die Simulation. Wenn du komplexere Dinge baust, musst du einige Regeln beachten. Bausteine, die schon vorher gesetzt sind und auch nicht verändert werden können, sowie diese 2x4 Platten, dienen als Ankersteine. Regel 1. Bausteine müssen mit einem Anker verbunden sein, sonst sind sie nicht gültig. Siehst du die 2x2 und die 2x4 Bausteine? Sie sind nicht mit den Platten am Boden verbunden, daher sind sie ungültig. Baue wie von den transparenten Steinen vorgegeben. Oh, Entschuldigung. Hä? Wieso kann ich das jetzt nicht drehen? Ach so, Entschuldigung. Siehst du? Nun sind die Bausteine gültig. Regel Nummer 2. Bausteine müssen sich ganz innerhalb der gestrichelten Linie befinden. Ja, fein gemacht, gell? MPU-Prüfung. Sauna kann muskelrelaxierend wirken, also denke ich schon, dass es helfen könnte. Okay. Ja, mal ausprobieren, Leila, dann, ja. Siehst du den 2x2-Baustein dort? Er scheint ein wenig aus dem erlaubten Bereich heraus. Gut, jetzt kommt die nächste tolle Sache. Lass das Gewicht nicht auf den Boden fallen. Nichts darf auseinanderfallen. Warte einen Moment. Klicke auf Simulation, um die Stabilität einer Konstruktion zu testen. Naja, das war's noch nicht so ganz. Aber wir können sicher was dagegen tun. Klicke auf Zurück. Setze die Bausteine so, dass sie das weiße Brett stützen. Denke daran, dass Bausteine nicht einfach in der Luft schweben dürfen. Da sind sie ungültig und verschwinden.
Das war's mit dem Führerschein, ja. Oder Wärmflasche oder Wärmflasche an den Rücken, falls es sich ziehen sollte. Mit Wärme machst du definitiv nichts falsch, ja. Das hätte ich jetzt auch gemacht. Dinkelkissen mir gemacht, ne? Baue einen Laufsteg zur anderen Seite. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Hallo Sam, ja Mann, wir schaffen das. Bringe den Testroboter zum Ziel. Nichts darf auseinanderfallen. Soll ich jetzt schon simulieren? Okay. Oh Gott, das muss ich jetzt echt selber machen. Das hält doch niemals. Die sollen das halten. Das kann doch gar nicht halten. Das geht doch gar nicht. Guck mal, das hält doch nicht in der Mitte. Wie soll denn das funktionieren? Das geht doch gar nicht. Hä? Wie soll denn das? Das geht doch gar nicht. Nein, das geht nicht. Ich brauche ein Dingsbums. Sam, Vanni, Azelotte, Fuchsgang. Klong. Danke schon für die Unterhaltung. Muss leider wieder raus in die Kälte. Atze, pass auf dich auf. Mach's gut. Ach so. Ach so, ja, warte mal. Warte mal, jetzt muss ich umdenken. Ich muss jetzt von unten bauen, ne? Oh Gott, wie macht man das? Kann ich das jetzt auch... Kann ich hier unten drunter... Nee, das kann ich nicht machen. Hä? Kann ich hier... Kann ich die Platten drehen? EQ geht nicht, ne? Oh... Ich weiß, es ist falsch. Ich kann das nicht virtuell. Oh, jetzt habe ich... Warte. Ich bin schon im richtigen Denkflow, ne? Bin ich schon? Oh, was das, während ich noch krankgeschrieben bin, um ein wenig Haushalt zu erledigen. Oh, mach das, Leila. Viel Spaß im Lurk. Und streng dich nicht zu sehr an. Sag ja Eier, wir brauchen Eier. Eier, wir brauchen Eier. Fragen Sie es aus. Du kannst das noch nicht. Du schaffst das schon, was? Andi, was? Frank? Verdauungsprobleme. Andi, juhu. Ziehe es oben drauf, bevor du loslässt, Q drücken. Ziehe es oben drauf, bevor du loslässt, Q drücken. Ich will das aber nicht dahin tun. Q. Aber jetzt ist es doch unten. Nee, ich muss es erstmal hier zusammenbauen. Nein, keine Treppen. Das ist doch, ich brauche doch eine Brücke.
Ich muss einen Laufsteg bauen, Leute. Keine Treppe. Keine Angst, Leute. Ich zeige euch, wie es geht. Boah, schon ewig keine Dingsbumse mehr gemacht. Kann ich das komplette Teil jetzt hochheben oder was? Nee, kann ich nicht, ne? Ah, das geht mir doch auf den Sack. Ich bin fertig. Brücken können entweder flach sein oder Treppe rauf, Treppe runter. Nee, ich bin jetzt fertig. Jetzt muss ich nur das gesamte Teil drauf tun. Und das geht nicht. Das stört mich schon wieder, dass ich das nicht machen kann. Auf, ab. Also jetzt muss ich es genauso nachbauen, wenn das überhaupt möglich ist. Ja, es ist möglich. Okay. Habe ich da jetzt gebaut? Hatte ich das so? Oder noch ein Stück vorne? Oh mein Dingsbums, ey. Warum baut denn der das jetzt auf dem Boden? Du Hanebambel. Ja, genau da. Nett drehen! So. Von unten schauen. So, hoffentlich habe ich das jetzt richtig zusammengebaut. Nee, habe ich bestimmt nicht. Es ist irgendwie teilweise sehr schlecht zu erkennen, wo ich das hinhaben will, ne? Aber ich lerne das noch. Ich lerne das noch. So, jetzt kommt das wieder da drauf. Und jetzt habe ich es falsch gemacht, ne? So. Und so. Wird uns das zusammenbrechen? Ich hatte es zuerst schöner gemacht. Das untere ist, hat sich verschoben jetzt. Aber vielleicht klappt es ja. Ja, Mann, Frank. War richtig jetzt, ne? Man könnte auch ranzoomen. Ja, ich müsste jetzt die Teile um eins verschieben. Oh, darf ich auch? Oh, das ist das aber nett. So, jetzt bin ich richtig. So. Jetzt ist perfekt, Leute.
Warum? Oh Gott, ey, ich war das letzte Mal vor 50 Jahren in Lego drin, ey. Jetzt hast du eine Bruchstelle in der Mitte. Ja, ja. Eindeutig. Nee, mehr Teile habe ich ja nicht. Ich habe ja nur diese Teile. Gut, jetzt bin ich ja wieder da, wo ich war, ne? Was ist, wenn ich die kleinen unten habe und die großen oben? Geht aber nicht, ne? Und was ist, wenn ich das drehe? Ist auch blöd, ne? Lego kannst du auch so kaufen, das ist dir schon bewusst. Haha, Gwenny! Nee, das ist Quatsch mit dem Drehen. Obwohl ich in der Mitte das eigentlich stabil habe, fällt es trotzdem runter, ne? Hast du schon mal gesehen, wie Maurer mauern mit versetzten Steinen? Ich hab doch versetzt gehabt, oder? Aber nö, hab ich nicht. Bei mir wird nicht gemauert. Ich hatte eine Lücke. Ich hatte eine Lücke. Also ich finde es wunderschön. Ja, du hättest in der Mitte ein Papier durchschieben können. Okay, aber jetzt ist richtig, oder was? Jetzt noch mal. Oh, Gwenny. Und zwei ja in der Mitte unten. Ein Zweier in der Mitte unten? Dann kommt er doch da gar nicht rüber, oder? Oder meinst du, ich kann so bauen? So. Dann kommt er vielleicht auch noch rüber, ne? Den Rest baue ich jetzt so. Es ist zwar nicht schön, aber es ist selten. Es ist nicht schön, aber es ist selten. Also für mich als Monk nix. Lerne, wie Bausteine auf- und abbewegt werden können. Wo ist denn der hessische Roboter jetzt? Wähle den Baustein aus. Welcher denn? Der da. Klicke den Auf-Button am Bildschirm. Den habe ich schon längst gemacht, du Babsack. Ja, EF. Bist du jetzt zufrieden?
Super. Es ist so toll. Heile Schiff benutze auf und ab, den Stein schrittweise nach oben zu bewegen. Alles klar. Es ist so schön. Toll, sie kann Lego. Ganz ehrlich, es hätte auch eine schöne Lösung gegeben. Ja, hätte? Okay. Setze die Rohrstücke ein. Benutze auf, ab, um die Rohrstücke zu platzieren. Die Schatten helfen bei der Orientierung. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Das sieht wunderschön aus. So. Habe ich nicht richtig gemacht. Warum? War ich zu schnell? Nix für mich, das Spiel. Also ein Rohr funktioniert dann, wenn man es durch die Mitte fließt und nicht, wenn alle zwei Klötze das Rohr aufgeht. Aber das sind doch gar nicht verschiedene Rohre, ne? Okay. Kriegt man Augenkrebs, sagt Jens. Ja, kannst du das nicht? Nein! Du musst die jetzt drehen. Ja, aber er hat doch, guck mal, der Schatten zeigt mir doch was anderes an. Du hast einen Schatten. Einen ganz großen. Also drehen. Das mit dem Schatten verstehe ich nicht. Ja. Einzige Schatten ist, den habe ich. Den einzigen Schatten, den du kennst, den du hast es selbst. Verstehst du? Alter Schwede, ey, lass das die Kinder spielen. Dann wird's schöner. Ja, brauchst du Schmerztablette. Gut gemacht. Jetzt schalte die Hydraulikmaschine wieder an. Ah. Wo muss ich hin? Gwen, Verdammungsprobleme! Oh Mann, ich werde niemals mit dir Lego bauen. Ja gut, dann ist das ja schon mal der Deal. Was muss ich noch mal machen? Ich hab's schon wieder vergessen. Ach hier. Ja, das ist auch gut so, Alex. Das ist auch gut so. Was macht mein Po da? Zur Schmerzbeseitigung möchte ich mir gerade 5 cm tief im Auge bohren. Nein, ich meine die Einheit. Oh Gott. Fast geschafft. Wir können was bauen, um die Lücke zu überwinden. Wo bist denn du jetzt schon wieder? Ist auch so ein Lück. Bauen einen Laufsteg, um zu oben auf die Plattform zu kommen. Leute, jetzt wird's lustig. Ach du heiliger Strohsack. Um einen Stein zu duplizieren, drücke und halte Shift und wähle dann den Stein aus und bewege ihn. Wie zu duplizieren? Um einen Stein zu duplizieren, halte und wähle den Stein. So, ich will weinen, Embryonalstellung mit Daumen im Mund und dann sterben. Chefin, ab nächster Woche ist ja Weihnachtsmotto im Stream. Ja, Mann, Jack! Wisst ihr, was ich brauche? Lego Duplo, die großen Steine zu üben. Klausi! Hallöchen, was ist denn hier? Was geschieht hier? Also zuerst, Klausi. Sagt mir mein Kalender, dass du Geburtstag hattest am Sonntag. Ich
wünsche dir noch alles, alles Liebe zum Geburtstag und ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag gehabt. So, das ist schon mal das Erste. Ich habe schon gestern auf dich gewartet, dass ich dir gratulieren kann. Und hier passieren Dinge, Klausi. Du willst es gar nicht wissen. Du hast früher nur mit Jungs gespielt, niemals. Wir haben kein Lego gespielt, wir haben Autos und Dinos gespielt. Wie, jetzt wird es lustig. Finde ich schon die ganze Zeit lustig. Bis jetzt vor lauter Lachen vergessen, Essen zu machen. Und Wein, viel Wein. Und ich trinke noch nicht mal Alkohol. Ja, mein Klausi. Okay, wie geht denn das? Oh, warte mal, ich muss die Kamera mal ein bisschen drehen, ne? Das sieht schon mal sehr gut aus, Leute, oder? Gar nicht mehr. Wenn ich das darf, wie viele Tage nach der Zahnentfernung darf man Alkohol trinken? Ja, also das ist eigenes Feeling, Alex. Wenn du dich gut fühlst, dann mach's. Mit Jungs gespielt, hört sich so falsch an. Wieso? Er will das nicht machen, was ich will. Dabei würde das so schön ausschauen. Guck! Genau da wollte ich Sinn haben. Sag doch nicht, dass es nicht geht. So. Oh. So, und jetzt? Schieben wir es noch ein Stück runter. Das ist wunderschön! Oder? Meinen Sie, das klappt? Ach, und das ist jetzt schön. Oh. Ein Moment, wir verrutschen noch immer alles. So. Das ist wunderschön sogar. Mein Monk beißt sich gerade selber in den Arsch. So. Und jetzt? Besuche meinen Opa. Klar, sie haben schon wieder Verdauungsprobleme. Was wurde gefragt? Rusty, du bist es. Wo hast du denn nur gesteckt? Oh nein, wo sind denn deine Arme? Deine Reisen durch Raum und Zeit haben dich ja total verwüstet. Jetzt übertreib nicht so groß, Vater. Ich wurde abgegradet. Als du mich losgeschickt hast, das All zu erforschen, geriet ich in eine Hyperdimensionsfalte. Das war vielleicht ein Schreck. Aber dann lernte ich ein paar echt nette Außerirdische kennen, die mich reparierten und auf ihre Reise durch das Multiversum mitnahmen, um Leuten zu helfen. Dabei tranken wir ganz viel Schnaps und Bier. Und
mehr Sache statt zu nennen, sonst alles kann und wird gegen mich verwendet werden. Sie tauschen deine Multifunktionsarme gegen einen Nullpunkt-Gravitätspartikelgenerator aus. Multidimensionaler Puff. Das wollte ich gerade sagen, Alex. Ja, natürlich. Der alte Drei-Punkte-Graf, Praktikabilitätsgenerator. Eher simple Technik für Erfinder wie mich. Sei es drum. Schön, dass ihr beide da seid. Kommt jetzt, damit ich euch meine Erfindung zeigen kann. Ja, bitte? Wisst ihr, ich war am Experimentieren und da machte ich die bahnbrechende Entdeckung, wie man Portale erschaffen kann. Ich habe Jahre gebraucht, aber ich denke, wir haben es nun zum Laufen gebracht. Ist das nicht unglaublich? Unglaublich vernachlässigt, wenn ich mich hier so umsehe. Was? Der Park? Nun ja, man könnte sagen, der Zustand ist etwas desolat. Oh nein! Oh nein? Die Bürgermeisterin. Sie warnt mich seit Jahren, dass sie diese Schandfleck schließen und das Grundstück beschlagnahmen lässt, wenn ich hier nicht für Ordnung sorge. Ich war so mit dem Portal beschäftigt, dass ich das ganz vergessen habe. Das bekomme ich doch unmöglich rechtzeitig in Ordnung. Die Baufälligkeit lässt sich nicht von der Hand weisen. Schon daran gedacht, die lokale Raumzeit mit Hilfe eines Raumzeit-Alternativ-Realitätswendlers zu spleisen? Mit einem was bitte? Ist doch leicht, Opa. Wenn Quantenstränge phasengleich mit Unregelmäßigkeiten in den Mikrowellen in der Grundstrahlung vibrieren. Jetzt immer langsam. Ich, also, mein Großkind hier, versteht rein gar nichts von dem, was du von dir gibst. Tut mir leid, Opa. Ich fang noch einmal von vorne an. Es macht kaputte Sachen wie der Gans. Perfekt. Genau, was ich brauche. Ich hätte gerne 3. Nimmst du Kreditkarten? Ist gar nicht nötig, aber ich bin nämlich in der Lage, so ein Gerät aus Teilen zusammenzubauen, die ich auf dem Gelände herumliegen sehe. Fertig! Jetzt brauchen wir nur noch Energie, um die Maschine in Betrieb zu nehmen. Also Elektrizität? Im Grunde ja, aber was mit mehr Power? Sowas wie Fröhlichkeitskristalle, die größte Energiequelle, die ich auf all meinen Reisen durchs All kennengelernt habe. Hallo. Hallo. Vorsicht, Vorsicht. Ich habe Rücken. Ich kann mich nicht drehen. Wieso? Brauchst du meine Massage oder was? Ja. Soll ich? Ja, aber jetzt nicht, sonst schrei ich. Schrei. Der Opa sollte wahnsinnig reden. Okay. Spielst du Lego? Pfui, was? Erklär uns das! Ja. Diese Kristalle bilden sich in lokalen Raumzeitvertiefungen. Wenn dort der positive Delta-Wert der Karma den G-Wert der... Was denn? Das hätten wir doch schon. Ich habe keinen Schimmer, ich meine mein Großkind hier. Steht kein Vor von dem, was du noch redest. Naja, komm raus aus dem Zimmer. Hier ist es ganz schlimm. Hier ist ja, finde ich auch. Hier ist ganz schlimm. Hier ist ganz Vielleicht ist das ansteckend. Nee. Ist die jetzt Story oder was? Das ist wahrlich. Um es einfach zu sagen, Schritt 1, mir helfe Menschen in Not und Schritt 2, Fröhlichkeitskristalle erscheinen. Schatz, ich muss jetzt wieder los. Es
Kind hat Hunger. Was? Das Kind hat Hunger. Ja, ich bin ja gleich fertig. Hast du auch, ja? Was willst du mir damit sagen? Ich hach da gleich auf die Fresse. Das will ich dir damit sagen. Das Kind. Was ist denn los? Ich will Fischstäbchen mit Spinat. Fischstäbchen mit Spinat. Ich habe, glaube ich, keinen Wenn Spinat. Wenn du jetzt nicht durch deine Hals, dann sonst... Was ich dich gleich schreist. Ich habe keinen Spinat. Ein Kartoffelbrei. Kartoffelbrei, gar nicht mehr. Wow. Kannst du dich noch ein wenig gedulden? Nö. Warum nicht? Weil ich Hunger habe. Die Mutter kann nicht laufen. Sie kann nicht stehen, sie kann nicht sitzen. Ich bin hier fest! Auf dem Schuh! Die kann nicht mal kacken gehen. Chefin dreht durch und den Psychiater. Alexander! Ja, Mann, jetzt bist du schon in Erb. Viele Grüße aus Erfurt. Aus! Das sind die gleichen Geräusche wie heute Morgen. Maja, check mal, ob sie nicht einen Schlaganfall. Maja, schraub mal den Kopf ab und mach mal rein. Der hilft nicht mehr, hol den Exorzisten. Ey, du bist aber richtig steif, Bea. Ja. Wer ist steif? Maja ist jetzt gleich alleine mit mir. Also ich muss los, ne? Bis heute Abend. Fremdschirm. Ja, so, weiter geht's. Schritt 3, wir setzen den Themenpark in Stand. Schritt 4, alles Paletti. Meine Messwerte zeigen mir mehrere Orte, an denen Menschen bald Hilfe brauchen werden. Einer liegt an der Position 30948.30949.00093 Raute. Hashtag Raute, Leute! Hashtag ich bin steif, hä? Na, das glaube ich nicht, Alex. Das glaube ich nicht. Hat wer ein Taschentuch? Nein. Bitte hören Sie auf damit! Alter, du bist ja aber richtig rot, der. Ja, du warst es ja gerade! Ich war das gar nicht. Ich war schon auf dem Weihnachtsmarkt Thüringen gegessen und Glühwein getrunken. Oh, ist das schön, Alexander. Hashtag Raute! Was ist das? Nein. Und du bist noch nicht mal an der Stelle, die wehtut. Ich glaube, dann schrei ich alles zusammen. Ach, schön, Alexander. Maja, hau rein. Ja, mach ich. Chefin, heb deinen Arm, ob's noch wehtut. Heb deinen Arm. Das tut anscheinend mehr. Was sind das nun wieder für Koordinaten? Ist das mein Weg? Eine nicht unbeträchtliche Entfernung hätten wir doch bloß. Ein Portal. Ich lache ja, wenn Maja den Nerv findet. Dann hau ich um mich. Au! Hört sich fast an wie die Popo-Tröte. Geht das jetzt schon als Folterstream durch? Ist das so jugendfrei? Ja. Das ist kein Folter. Damit könnten wir rechtzeitig dort sein.
Oh. Ey, heute Abend soll ich dir mal sagen. Anne! Ah. Hey, das ist echt schön. Warte. Ja. Nahrungsprobleme. Na, das ist nett, aber es liege fast unter dem Tisch von der Hand. Nicht nett. Was? Na bitte. Ich wusste, es würde zu etwas Nützlichem sein. Dann hacke ich mich mal in mein Portal und setze alles Nötige auf. Oh. Ach schön, Alexander. Oh, oh, jetzt habe ich überall Gänsehaut. Ja, man sieht's, man sieht's. Nächste Halt. 390489309003 #Raute. Aua, au, au. Gib dir aber Sch. Wir haben hier das Stargate gerade aufgemacht. Scheint eine Art Dschungel zu sein. Oh. Ey, genau so ist Rentnerstream, verstehst du, Leute? Hashtag Endgame. Oh. Was für ein Sandmenschen. Au. Genieße den Schmerz. Folter ist verboten. Schön, wenn der Schmerz nachlässt. Es ist keine Folter. Doch. Also, ihr zischt los. Besorgt eine Fröhlichkeitskristall und dann beseitigen wir dieses Chaos. Ganz genau. Ah, oh, schön, Alexander. Da gucke ich natürlich später wieder. Ich habe aber deine neuen Bilder alle gesehen, die du gestern reingestellt hast. Oh, ganz genau. Na dann, ab mit euch. Oh. Oh. Schmerz ist erst, wenn er vor Ort, wenn ich vor Ort bin. Oha. Ah! Ah! Wir gehen jetzt durch Stargate. Ah! Ah! Minette, pst. Pst. Ich massiere dich. Oh. Ah. Maya macht das so. Aua. Wenn es weh tut, dann heilt's. Das ist so der Spruch. Wenn es weh tut, heilt's. Halt still, wenn es weh tut, gehört's. Ich glaube, Scheffel mag das nicht so. Ach, geil, Alexander. Ey, du hast voll die schöne Reise, oder? Warum denke ich nur die ganze Zeit an den Satz, heul leise, Chantal? Ah, üppiges Grün, frische Luft und mysteriöse Ruinen. Lass uns die Gegend erforschen! Kitzelt es oder was? Ja, die Maya sieht mir ähnlich, gell? Oh nein, hast du das gesehen? Hm. Das kleine Flugzeug müsste in den Bergen vor uns notlanden. Ich könnte ein paar Fallschirme sehen. Hoffentlich geht es allen gut. Wir müssen sofort los, um diesen Leuten zu helfen. Und ich suche den Flugzeugabsturz. Wo ist denn das Flugzeug? Oder komme ich nicht lang? Also muss ich das immer machen hier? Ja. Baue eine Treppe. Ach, schön, Alexander. Also kannst du Erfurt empfehlen, ja? Du fühlst den Schmerz noch, ergo lebst du noch freudig. Ja, da hast du recht, Bille. Die maximale Höhe einer Stufe darf 3 Platten und 1 Stein betragen. Pfade müssen an jeder Stelle mindestens 2 Noppen bereit sein. Was sind denn Noppen jetzt? Noppen, Leute, Noppen! Ich habe keine Ahnung, ob ich das hinkriege, Leute. Ach, das eine sind dicke Platten und das andere dünne, ne? Das sind die Steine und das da sind die Brücken. Oder?
nicht verstanden. Ich habe keine Ahnung. Das ist doch wunderschön. Und die baue ich noch unten an, wenn das noch geht. Nee, das geht nicht. Meint ihr, das geht? Noppenalarm, so sieht's aus, Sam. Sie hat Noppen gesagt. Wie habe ich die denn immer genannt? Nupsis. Oh. Guck. Hallo. Noppenalarm. Noppenalarm. Bau eine Fußgängerbrücke über den Fluss. Leute, es wird immer besser. Ah. Ah. Ach du Scheiße, was sind das für Teile? Solltet ihr mir nicht helfen? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Oh, das ist doch einfach. Du machst es doch gerade voll richtig. Ja, mach ich's richtig mal, ja? Ja, machst du. Wie geht's jetzt weiter? Immer so weiterbauen. Nee, oder? Doch, nee, doch. Und die teile ich jetzt als Stütze in die Mitte, oder was? Nee, ne? Eher die da. Das war ich nicht. Jetzt geht der Drucker auf einmal und der kann's auch nicht mehr mit ansehen. Man tut das immer in die Mitte tun, ne? Hab ich doch. Nein, du hast es ein bisschen rechts gemacht. Du musst in die Mitte das legen. Mach ich doch, guck. Das ist die Mitte. Nein, aber das bricht auch so zusammen, Mama. Warum? Oder du legst jetzt einfach ein Teil da drauf und dann hast du's. Schau mal, ich zeig's dir mal. Guck mal. Das hier legst du jetzt mal weg. Und das legt man... Das war der Drucker, Marion. Der Drucker ist angegangen. Der hat Noppen gehört, dann wird er auch ganz wuschig. Das geht gar nicht in die Mitte. Das Ding ist da. Was für ein Ding ist da? Wieso ist da kein Papier drin? Was für ein Ding ist da? Nee, der den Drucker leer macht, der tut auch Papier nachfüllen. Ich hab nicht... Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Klar, Schwätz. Ist das so gerade? Hä? Wie? Also das Weil das muss nach unten. Wenn kein Papier da war, nochmal drucken. Ja. Oder er druckt jetzt, nachdem du jetzt auf den Nupsi drauf gedrückt hast. So, jetzt unten. Guck. Lass es mal so, wie du es gerne hättest und ich drück die Taste. Jetzt? Ich hab's doch schon gemacht. Dann warst du wolltest doch genau dahin, wo ich auch war. Ja. Na siehst du, dann hab ich's ja doch richtig gemacht. Ja, aber du immer diese Nupsis, ja. Die ist 12, Marion. So, pass auf, warte. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. So. Wollen wir es so machen? Okay. Und dann? So. Es klappt niemals. Vielleicht auch, vielleicht nicht. Keine Ahnung. Das klappt niemals. Weiß es doch nicht. Es gibt ja noch Hängebrücken. Du musst da so eine Brücke noch sowas hinmachen, damit du nicht runterfliegst. So. Oh, guck mal, wir haben kein Brett mehr von denen. Da musst du jetzt kleine Teile benutzen. Und jetzt. Das hält niemals. Und jetzt musst du die... Ja, Raka, mach das. Werd jetzt mal weiter. Wünsche noch einen schönen Stream bis Donnerstag. Pass auf dich auf, Alexander. Viel Spaß. Ja, dann die werden wir sehen. Guck mal, die als Stabilisierung.
drunter. Ja. Guck. Hängt das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Hängt es im Freien? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Sieht, als ob es hängt, ne? Vielleicht haben... Oh, sorry. Machen die das extra? Also, ich finde das wunderschön. Was ist denn das? Was ist denn das da für ein Ding? Vielleicht als Brücke für oben? Als Hängezeug? Hä, was ist denn das? Ah, ich zeig's dir, schau mal. So hab's ich gedacht. Ich kann nicht nach oben. Warum kann ich nicht nach oben? Hängt's. Jetzt hängt's. Ah! Gut, Maya! Ich bin halt schlau. Du bist so schlau? Wie soll das jetzt da runterkommen? Keine Ahnung. Was sind das eigentlich für Teile? Bau einfach mal weiter. Vielleicht bricht es ja nicht zusammen. Oh Gott. Ich bin asynchron. Stimmt das, Leute? Asynchron. Dann hat der Frank immer noch ein CPU-Problem. Mit den Teilen ohne Böppel kannst du die Brücke pflastern. Ach so. Wie kommt man denn da auf diesen Teil da? Das verstehe ich nicht. Also, ja, ich auch nicht. Das ist echt schwierig, das richtig hinzusetzen. Ja, vor allem diese Nupsis sind bestimmt da, um diese Nupsis zu setzen. Aber das geht ja jetzt nicht mehr. Kann ich das auch ohne Geländer machen? Kannst du mal probieren. Kannst du es ja mal probieren. Probier es jetzt einfach. Probier's. Ich rufe den ersten Mal an, dass es nichts zu bedeuten hat. Warum nimmst du es denn nicht mit hoch? Was soll ich denn damit hier unten? Maya, nimm das Teil in den Ecken. Da, wo du es nimmst, ist dein Ansatzpunkt. F5 hat geholfen, das ist sehr schön. Aber... Du musst es noch in der Mitte richtig setzen. Also hier ist es ja nicht stabil. Das ist ja schon mal Fakt, ne? Ja. 2, 4, 6. Vielleicht sind deswegen die gut. Hier. So. Weißt du, dann könnte ich nämlich hier einen Nuppi draufstellen. Und hier eins. Und dann könnte ich nämlich hier wieder eins draufsetzen. Aber das ist ja dann wieder zu hoch, ne? Hier zu hoch. Guck. Und? Dafür ist es ja nicht da. Nee, dann ist es dafür gar nicht. Hä? Also das mit dem Geländer verstehe ich nicht. Tut mir leid. Das hält zusammen. Mama, stopp, leg es da nochmal hin. Nein, eins vor oder so, keine Ahnung. Und das legst du zusammen, damit das nicht zusammenbricht. Also doch wieder alles so zusammenbauen. Ja, würde ich nochmal probieren. Also das mit dem Geländer verstehe ich nicht. Ich habe immer, also ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, ich habe immer nur nach Anleitung gebaut. Ich habe nie frei Hand gebaut. Ich habe auch immer nach Anleitung.
passt doch wie angegossen. Was soll man denn da machen? Ich hab den Weg aus den hellen Gebäude. 6x2 Platten habe ich als Querstreben genommen. Und dann kannst du auch die Pfeiler links und rechts als Geländer setzen und die Flächensteine dann versetzt auf die ganze Lauffläche als Wegpflasterung. Also... Ich habe den Weg aus den hellen gebaut. Die 6x2 Platten habe ich als Querstreben genommen. Nee, jetzt pflasterst du ja schon. Das ist ja noch nicht fertig. Vielleicht muss man das ja so machen. Ach so, dass es dann hält. Ja, mach mal. Hier würde ich das immer so auf die Hand setzen, so dass es nicht zusammenbricht. Nein, nein, nein. Nee, das andere. Jetzt brauchst du das Teil. Das da? Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt brauchst du wieder das andere. Nein! Setz es hin! Und jetzt das kleine. Ja. So, jetzt gehst du auf Simulieren. Ha! Ich hab's geschafft. Wir haben einfach nur fertig noch betoniert und schon ist es eine Fläche geworden. Guck, wie toll wir das gemacht haben. So. Das ist wirklich eine stabile Brücke. Aber hättest du Lust, noch ein wenig kreativer sein zu können, dann sieh dir das an. Was will ich jetzt? Bau eine Fußgängerbrücke über den Fluss. Ach du Scheiße. Was? Wenn du eine Bauaufgabe gelöst hast, kannst du für diese Aufgabe den Sandbox-Modus aktivieren. Ach du Scheiße. Man merkt, dass ihr nie frei Lego gebaut habt, gell? Merkt man, ne? Eine schwebende Hängestützenbrücke. Was müssen wir denn jetzt machen? Eine... keine Ahnung. Ist doch fertig, was wollt ihr denn? Ach du Scheiße. Sind alle Teile. Alle Steine unbegrenzt verfügbar und du bekommst zusätzlich noch andere Steine zur Verfügung. Das ist ja furchtbar. Mach einfach simulieren. Halte Tab gedrückt, um die Sandbox-Farbpalette anzuzeigen. Toll. Helles Grün. Die Auswahl an zusätzlichen Steinen ist momentan noch begrenzt, aber ich bin sicher, dass noch weitere hinzukommen, werden wir unsere Reise fortsetzen. Und was soll ich jetzt machen? Tipp einfach simulieren. Einfach wieder simulieren, super. Danke, tschüss. Ist ein Tutorial, ja. Wenn es funktionstüchtig ist, kannst du im Sandbox-Modus auch noch alles hübsch machen, wenn du willst. Ach so. Na, bitteschön. Das ist für kreative Leute. Ach so. Und du bist nicht kreativ. Ja. Nach Norden reisen. Hilfe, Hilfe! Ich sitze hier oben fest. Beistand, ich brauche... Momente, diese Statue da drüben scheint aus der späten paläolithischen Ära zu stammen. Das muss unbedingt in meine Forschungsnotizen. Also, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Hilfe! Ich komme hier nicht weg. Du kannst auch einfach... Badumst, du bist nicht kreativ. Keine Grund zur Sorge. Wir holen sie von dort runter noch, bevor sie Danke sagen kann. Hatte die Archäologin. Halt! Mir scheint, die Plattform ist zu instabil, um noch mehr Gewicht auszuhalten. Wir sollten etwas darunter bauen, um sie abzustützen. Ach komm jetzt, nicht schon wieder bauen.
Baue eine Stütze für die Aussichtsplattform. Kreativ ist jeder, das nennt sich Alter 4. So sieht's aus, Elite Zocke, und auch einen schönen Nachmittag gewünscht. Ich probiere mal. Okay. Ach du Scheiße, da ist mir ja schon jetzt schon ganz schlecht, wenn ich die Teile sehe. Was sollen wir machen? Wir sollen eine Plattform bauen. Eine Plattform bauen. Ja. Ah, oh, das weiß ich, wie das geht. Dann mach du. Also das kommt schon immer dahin. Guck. Und das... Und das drehen mal. Und das kommt schon mal hier hin. Mhm. Guck. Wunderschön. Das ist schön, gell? So, jetzt haben wir... Ach, wir haben nur noch... Das ist aber nicht schön. Nein. Mama. Vielleicht beachtest du mal, dass man nur da bauen kann. Da ist es unnötig. Ach so, stimmt, ja. So. Und wo sind da die Nupsis? Gleich hier drunter. Sehr schön. Gell, spannend. Ich hab's halt voll drauf. So. Guck mal, das ist auch wunderschön. Und das für ein Teil hier? Keine Ahnung, das war da vom Anfang an. So. Und jetzt? Denk dran, du hast unten nur einen Ansatzpunkt. Aha. Keine Ahnung. Brauchst du da irgendetwas? Ach so, du bist... Nein, Mama, stopp! Geh das wieder zurück, geh mal wieder zurück. Du kannst... Stopp! Nimm das, tust das rauf und dann klipp das zusammen. So. Wir haben einen wunderschönen Schuh gebastelt. Wunderschön. Guck! Da sagt mal einer, dass wir nichts drauf haben, Leute! Obwohl du nur einen Ständer hattest, das ist... Deckung! Das ist wunderschön! Hallo, Frau Batz! Dieser Ort ist erstaunlich. Ich bin nicht einmal 5 Minuten hier und habe schon so viel Interessantes gesehen. Und danke für eure Hilfe. Ich bin übrigens eine hiesige Archäologin und dabei die Gegend zu erkunden. Bevor ihr aufgetaucht seid, war ich schon drauf und dran, an den Fluch des großen Berggeistes zu glauben. Meine Sensoren erspüren keine weiteren Lebensformen in der Nähe. Sind Sie allein hierher gekommen? Nein! Mit 2 anderen, einer Pilotin und einem Reporter. Und die Pilotin würde ich mich nicht sorgen. Die kann auf sich selbst aufpassen, glaube ich. Der Reporter allerdings würde mich nicht wundern, wenn sein panisches Gebibbere im Flugzeug den Absturz herbeigeführt hat. Verstehe. Wir werden sie so schnell wie möglich versuchen zu finden. Wo könnte denn das Flugzeug abgeblieben sein, Frau Batz? Die Piloten riefen noch, eine Landung auf dem Berg zu probieren. Dort solltet ihr mal nachsehen. Ach, und ihr könnt meine Peitsche haben. Aber, oh, mein berühmter Archäologen haben sowas ja immer. Eine Peitsche, ich kann nicht mehr. Zumindest die Indies. Für die Rechtsabteilungen großer Konzerne sind Peitschen immer äußerst problematisch. Wir haben eine Peitsche bekommen, Leute. Indiana Jones. Mama, wir sind jetzt Indiana Jones. Geil. Mit Afro-Look.
Damit kannst du dich jetzt an manchen Plätzen raufschwingen. Juhu. Siehst du wie Indiana Jones, ey? Sind wir jetzt in Indiana Jones oder was? Ja. Seht ihr den Pfosten da drüben? An dem könnt ihr sie gleich ausprobieren. Aha. Danke, die wird uns bestimmt noch nützlich sein. Das hat eine Hoffentlich. Und wenn ihr die anderen seht, sagt ihnen, dass sie mich beim Basislager treffen sollen. Ja, okay. Mama versucht das mal rauszulaufen. Peitsche benutzen! Du bist Indiana Jones geworden, Mama. Stell Taschentücher, Boxen in den Chat, weil lauter Lachen weinen müssen, ja. Geil, Marion, danke schön. Mama, kannst du mir jetzt Essen machen? Auch wenn wir noch nie hier waren, kommt mir etwas an diesem Eingang bekannt vor. Seltsam. Ja, ich mach gleich. Aha. Maja, vorsichtig, ich glaube, das ist ansteckend. Nee, so... Ui, wo sind wir denn jetzt gelandet? In einer unterirdischen Höhle. Burger. Halt, dieses Signal, jetzt erkenne ich es. Das ist außerirdische Technologie. Während ich im Weltall umhergeisterte, traf ich sie und sie halfen mir, mich zu verbessern. Auf diese Weise bin ich so schlau geworden. Ich wette, dass ich bei diesem Podest etwas Neues lernen kann. Oh, boah. Ich fühle mich so stark, als könnte ich etwas befreien, das von starken Lianen festgehalten wird. Ist so etwas in der Nähe, diese Stärke würde ich allzu gerne ausprobieren. Lianen. Huch. Drücke Shift, um einen Schmetterschlag auszuführen. Oh. Gutes Gefühl. Lass uns was finden, das ich zerschmettern kann. Zerschmettern? Zerschmettern? Boah. Ey, Leute, ey. Hier, guck, hier. Jetzt. Boah. Haha, in 1000 Stücke zerschlagen. Hier, ach, wie der, guck. Oder nee, wir müssen da runter, ne? Ja. Shift. Shift. Du wärst schon längst runtergeflogen, wenn da keine unsichtbare Wand wäre, ne? Wie du so gelaufen bist, so. Bananen erhalten. Also das ist krass. Wir müssen nie wieder Hunger leiden. Wow. Und jetzt? Was ist jetzt hier, oder was? Du musst runter, da ist eine Leiter. Da ist eine Leiter. Aber das ist der Ausgang. Du musst doch raus. Warum? Ich bin nur wieder am Anfang. Ich muss doch auf den Besch. Da brauchst du es doch. Huch, was ist denn das? Die Statue wird von Lianen festgehalten. Die könnte ich zerreißen, wenn ich stark genug wäre. Ja, dann mach doch, du. Ich hab gedacht, du bist stark. Jetzt mach es doch, da ist zerschmettern. Also mach jetzt zerschmettern. Musst du erstmal das Spiel verstehen, oder was?
Jetzt dreh! Du hältst wieder Moin! Dreh! Und jetzt musst du drehen. Drehen. Jetzt hast du schon wieder losgelassen, Mama. Du musst es auskurbeln lassen. Siehst du? So geht's. Das ist ja wunderschön. Bau die Affenstatue nach. Ach du Scheiße. Ah, das kriegen wir schon hin, Mama. Du musst nur das richtige Zeug finden. Nein, das kommt, Mama, das kommt da oben hin. Kannst du lieber erstmal schauen, was du da baust? Nee, das ist auch falsch. Doch, das ist richtig. Wie geht's dir, Duellspieler? Wisst ihr bescheidigt, nicht mit Marian. Ja, richtig, ja, ja. Okay, etwas nachbauen geht ja, ne, Leute? So. Habe ich gemacht. Weiter. Oh, wer ist denn das? Ein leidenschaftlicher Biologe. Meine Sensoren zeigen mir an, dass dieser Baum keine Pflanze ist. Psst. Sei bitte leise. Ihr verscheucht uns alle Tiere. Was machen Sie hier? Ich studiere ausgefallene Tierarten. Insbesondere dieses faszinierende Chamäleon. Sie sind aber so gut getarnt, dass ich noch keins gefunden habe. Könnt ihr mir welche bringen? Der hat eine Igelfrisur. Ich denke, 20 sollten reichen. Sag mal, wenn du die nicht findest, finden wir die doch auch nicht. Was willst denn du eigentlich? Genau, du Bubblekopf. Da gehört was rein. Ja, du musst drehen. Ja, dann so. Ja. Check this. Eine geheime Tür, die in den Berg führt. Lass uns nachsehen, was drin ist. Läuft. Mama. Was ist denn dein Lieblingsessen, Maya? Knödel mit Soße, immer noch. Knödel mit Soße. Ja. Knödel mit Soße! Was Knödel sind, wenn das niemand weiß, ey, der hat viel verpasst. Das ist nämlich voll lecker. Hallo, Nutznix! Was? Moin, mal wieder schickes Game hier, ja klar? Immer! Sie muss erstmal das Spiel verstehen. Ich muss ihr helfen, wo man was drehen muss. Ja. Die Maya muss mir helfen, wo man was drehen muss. Muss ich da überhaupt lang? Das ist die gute Frage, gell? Nee. Juhu! Juhu! Romja, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen! Hallo. Hallo. Aha! Aha! Bananen! Wuhu! Jetzt hast du 100 Bananen. Wofür sind die wohl nur zu gebrauchen?
Kann ich jetzt hier noch irgendwas machen oder muss ich rüber? Du musst rüber zum Pfeil. Was ist denn hier oben? Ah, da kannst du auch hoch. Ja. Ui. Piu! Hallo, du musst da Bomben benutzen. Was muss ich benutzen? Die Bombe. Shift. Woher weißt du das? Nö. Hä? Knödel mit Soße, Marion. Knödel mit Soße. Improvisiere einen Aufgang auf den Hügel mit einigen Brettern. Ach du Scheiße. Die maximale Höhe einer Stufe darf 3 Platten oder einen Stein betragen. Pfeile müssen an der Stelle mindestens 2 Noppen bereit sein, um dort gehen zu können. Ach du heiliger Strohsack. Die maximale Höhe einer Stufe darf 3 Platten oder einen Stein betragen. Pfade müssen an jeder Stelle mindestens 2 Noppen breit sein. Okay, also der Roboter steht hier. Aber du musst da lang, das sieht man doch. Da sind so Bretter, die kannst du da reinsetzen. Mhm. Also so. Ja. Und dann musst du das so hinsetzen, damit das nicht zusammenbricht. Ach du Scheiße. Und ich weiß schon, mit was wir das befestigen können. So hätte ich es jetzt nicht gebaut. Warum? Das sieht doch gut aus. Das ist wie eine kleine Treppe. Kann die da so hoch? Aber das hat keine Halterung, guck. Ich habe auch hier ein paar anders gebaut als so. Das habe ich vergessen. Das hält nicht. Das Betrug. Darf ich mal? Und jetzt setze alles so zusammen, dass es nicht zusammenbricht. Genau mein Lebensplan. Hätte ich so eine Platte. Geht ja nicht, es muss ja drauf gehen. Hihi. Nein, ich will das aber zusammensetzen. Geht aber nicht zusammen, ist doch viel zu klein die Platte. Die geht da drauf, ja. Habe ich es auch schon gehabt. Ja, zack. Und jetzt? Jetzt ist es falsch. Ja. Ja, nicht wundern, wenn ich mein Gesicht verziehe, ich habe Rückenschmerzen, ja. Dann hier wieder so eins. Nicht zu dumm dafür, oder? Jetzt. So. Ja, und die müssen wir irgendwie jetzt miteinander verbinden. Aber ich glaube, dass du eher dieses dicke Ding da reinsetzen musst, als das dünne. Ich bin mir aber nicht sicher. Das ist eigentlich... Warte mal. Wieso funktioniert das nie? Ja, du musst auf die Nupsis gucken. So? Ach du Scheiße. Hm. Tu mal. So. Wie machst du? Aber das bringt ja trotzdem nichts. Du musst da irgendwas drunter legen. Ich weiß, wie. So. Nee, ne? Mama. Jetzt ist es zu hoch wahrscheinlich. Jetzt kommt der Roboter nicht mehr hoch, ne? Aber Mama, darf ich mal? Darf ich? Dann würde ich... Warte.
Dann, ich würde das da aber kurz weg tun und dann würde ich so. Mhm. Warte, wir drehen. So. Mhm. Oh, das ist gut. Und jetzt als Verbindung noch drunter, ja. Nee, andersrum. Dass die Teile miteinander verbunden sind. Ja, und jetzt drunter, unter das Teil schieben. Das musst du machen, bitte, drunter. Darum bin ich nicht erfahren. Guck so. Wenn das überhaupt möglich ist. Und noch eins da drunter. Ja, es geht, da kann er hoch. Siehst du, ich bin so gut. Ja, guck! Dann kann er nicht. Das klappt schon mal, das hält. Mhm. So. Oh Mama, dann würde ich halt ja da rein halt. Na komm. Ja, genau, da rein. So. Hm. Warte. So. Und wie willst du da jetzt hoch? Na, weiter höher bauen oder was? Das ist dumm, was du da gerade vorhast. Ja. Warum? Hm. Muss ja nicht schön sein, das muss nur halten. Aha. Wie willst du da jetzt hochkommen? Das geht da nicht, das ist eine Mauer. Mama, darf ich dir kurz was zeigen? Dann würde ich halt so, schau Mama, guck mal. Ich würde dann halt irgendwie so. Ja, es muss ja als Stütze dienen. Muss es weiter nach da legen. Weiter rein. Weiter rein? Ja. Damit es als Stütze dient für oben. Nee, jetzt machst du es quer. Weiter rein. Genau. Aber beide. So. Ist unten auch. Warte. So. Nee, jetzt ist es doch genau drunter. Warte. Nee. Jetzt ist es genau drunter, da wollen wir es nicht haben. Nein. Nein. Das muss als Stütze dienen. Ja, ich will's ja runter tun. Jetzt mach's doch runter. Runter. Ist doch. Ja, jetzt ist eine Lücke. Ja, siehst du, sei ich doch. Ja, weil du das nicht runter gemacht hast. Da ist immer noch eine Lücke. Ja, ich will es ja nicht machen. Du hast gesagt, ich soll das machen. Geh weg. Nein, sag ich will dir, nicht was zeigen, ich will. Was ich vorhatte. Das ist doch schon eine Stütze, Mama. Ja, aber es muss doch verbunden werden. Du weißt doch überhaupt nicht, was ich vorhabe. Was willst du denn? Essensendlichen Backofen. Heute gibt's lecker Schinken-Ei-Baguette mit ein wenig Bechamel-Soße und zerriebenen Käse überbacken. Das ist ja wunderschön, Racker. Ich nehme jetzt gleich eine Schmerztablette. Das ist mein Mittagessen. Schmerztablette mit einem Glas Rotwein. Oh Gott, Hilfe. Uff. Guck mal, die müssen noch verbunden sein. Jetzt bist du aber verzweifelt. Du setzt mich unter Druck. Aber lad bloß die Jenny nicht ein. Aber echt, Leila, oder?
Die Jenny, die bleibt zu Hause, sonst eskaliert es noch. Komm her, ich zeig dir es, wie ich mein. Lade mal Zeit, ich zeig dir es, wie ich mein. Kann, wenn da noch was hinkommt, dann kann es da hoch. Was hast du denn da jetzt gebaut? Mama. Mhm. Ja, und was soll das jetzt bringen? Die Jenny bleibt zu Hause. Mama, machst du mir jetzt mal Essen? Ja. So. Ach du Scheiße, es geht ja noch ein Stockwerk hoch. Wie macht man das jetzt? Und wie soll der Bot da hochkommen? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Ja, meine Idee war toll gewesen. Ach du Scheiße. Ach du heiliger Strohsack. Lego kann schon schwer sein, ja, ja. Du setzt mich unter Druck, genau. Uiuiui. Guck, das ist wunderschön. Noch hält alles. Das zu hoch. Huch! Wo sind jetzt das? Muss ja nicht schön sein, das muss ja nur, ne? Muss ja nur funktionieren. So. Noch eins. Nee, stopp. Wo ist das Teil, was hier drauf sitzt? Guck mal, das will nicht. Was ist hier rot? Jetzt will's nicht. Ja, genau, da will ich es hinhaben. Wunderbar. So, und jetzt noch eins. Und jetzt noch eins. Und jetzt haben wir es. Ich hab's drauf. Preise den heiligen Strohsack, so sieht's aus. Oh Gott, wenn das die Anja sieht. Das ist eine wunderschöne Brücke. Suche nach den Verbleibenden. Och, da ist ein Geist. Servus.
Oh, Hallöchen, ich bin Buh und sozusagen der Unternehmergeist in Person. Ah, ihr seid herzlich eingeladen, euch meine Waren anzusehen. So sieht's aus, Raga. Huch. Ein Steineset-Dschungel für 100 Bananen kaufen. Oder ein rötliches Braun. Oder ein schönes dunkles Grün. Oder auch eine Abenteuerjacke für 22 kaufen. Das ist ja wunderschön. Das ist ja einfach nur ein Traum. Ich kaufe nichts. Wir kaufen nichts. Da ist das Flugzeug. Hilfe! Hilfe! Erster Abflug, Flugzeugabsturz und hänge ich in einem Baum fest. Ich will doch nur noch nach Hause. Auf solchen Stress kann ich gut und gern verzichten. Mit all den herumliegenden Flugzeugteilen könnte mir leicht ein kleines Fluggerät bauen. Wir brauchen Propeller und was zum Sitzen. Propeller brauchen wir. Bäm. Da ist der Propeller. Daumen hoch geht nicht. Was? Daumen hoch geht nicht? Kann ja nicht wahr sein. Wir haben alle Teile, die wir brauchen. Jetzt schnell bauen und ihn retten. Oh Gott, ich habe Angst. Bau einen Mini-Hubschrauber aus Flugzeugteilen, um den Reporter zu retten. Ohne Anleitung soll ich jetzt ein Flugzeug bauen. Seid ihr euch da sicher? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn das? Ach du Scheiße. Puh. Oh Gott. Oh Gott. Nein, kein Flugzeug, ein Hubschrauber. So, dasselbe. Wieso geht es nicht? Ach, weil die Dinger Dings bumsen, ne? Ach so, ja, warte mal, das sitzt ja gar nicht, sehe ich gerade. Ja. Warum sitzt das nicht? Habe ich aber nicht so gemacht. Junge.
Wieso setzt der das Witz wieder nicht hier hinten? Weil der wegen dem Sitz, ne? Ey, ist das furchtbar. Jetzt hat er ihn wieder daneben gesetzt. Vor diesen Momenten hatte ich immer Angst. Was sollen denn diese Blumenkübel da? Nimm die Achterblätter und dreh die. Ist das nicht so richtig? Das ist doch wunderschön. Und wenn wir das jetzt noch so machen, dann ist es stabil. Guck. Wofür brauchen wir hier die Nupsis? Gar nicht. Die kommen nicht mit rein. So. Fertig. Was wollt ihr denn, Leute? Ich kann das gut. Hä? Minimalistisch perfektioniert. Endgame, Leute. Da, so sieht ein Endgame aus. So. Wie benutzen. Guck. So sieht ein Hubschrauber aus, Leute. Hä? Wie soll ich denn dich jetzt retten? Ach, hier. Moment. Thank you for playing. We hope you enjoy the game. This demo. Der Schlittendrohnen-Heli. Schlittendrohnen. Leute, wir sind im Endgame. Wir haben es geschafft. Also Leute, ihr habt eine richtig coole Geschichte. Seht ihr ja in der Hauptstory. Also wir sind irgendwie beim Opa, der hat ein Portal gebaut zum Stargate. Und damit reisen wir jetzt auf fremde Planeten. Also zum einen, wir sind ja hier in einem Freizeitpark. Es geht ja auch darum, den Freizeitpark wieder zu erhalten oder zu renovieren. Und jetzt sind wir dort gewesen, anscheinend hier in dem Dschungel. Euch erwarten also Dschungelgeschichten. Dann haben wir hier noch eine Baustelle. Dann haben wir hier noch, ich glaube, das ist Ägypten, ne? Genau, Ägypten reisen wir noch hin. Dann sind wir hier auf einem Piratenschiff auch noch und unter Wasser. Oh, das ist voll schön gemacht. Dann haben wir hier noch eine Burg mit einem Schlossgespenst, also Ritter. Und dann haben wir hier noch einen Knast. Also in den Knast tun wir auch noch reisen. Also es geht die Geschichte ganz schön lange für 30 Euro und du kannst halt... Eigentlich kannst du ja bauen, wie du willst, was ja cool ist. Also jeder von euch hätte wahrscheinlich den Hubschrauber anders gebaut, aber ich habe es trotzdem hinbekommen. Dies Ägypten-Selm, genau, Ägypten, ja. Also super, 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 super interessantes Spiel. Wenn jemand gerne frei baut und jemand so ein bisschen kreativ ist und jemand so ein bisschen... Also wie gesagt, ich habe Lego noch nie frei gebaut. Ich habe mir, wenn mir was gefallen hat... Habe ich das Lego-Set genommen, da war eine Anleitung dabei, habe ich es nachgebaut und gut ist. Aber ich denke mal, die meisten können das von euch und die machen das gut. Meint ihr nicht auch? Also super interessantes Spiel, Leute.